Moin moin und hallo liebe Leute, willkommen, willkommen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich meine Spielebibliothek erweitern um ein Spiel. Und zwar ist es Brutal Legend auf der Xbox 360. Habt ihr ein bisschen Bock auf ein bisschen Rock'n'Roll? Ohne Sex leider, aber was soll's, bleiben wir trotzdem dran. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Starten die 30 Minuten genau jetzt mit Brutal Legend. Yeah. Die Jude Xbox 360. Zeiten waren's. Okay. Kein Wort. Geh einfach weiter, ganz unauffällig, okay? Komm mit rein. Ich zeig sie dir, aber du darfst niemandem verraten, wo sie ist, okay? Gut. Sie steht ganz hinten bei den richtig seltenen Sachen. Hey, alles klar? Wie geht's denn? Schön, euch zu sehen. Die Kids, die hier arbeiten, wissen natürlich nicht, woher sie stammt, ebenso wenig wie die alten Hasen. Keiner von ihnen hat sie gekauft, also gibt's auch keine Auftragsnummer. Soweit sie wissen, war sie einfach schon immer hier. Okay, normalerweise steht sie hier. Oh oh. Nein, nein, hat sie jemand gekauft? Oh Mann! Ich hätte sie ja selbst gekauft, aber sie erschien mir zu bedeutend, zu kostbar, wie etwas, das kein einzelner Mensch besitzen sollte. Ja, hier ist sie. Okay. Bist du auch wirklich bereit dafür? Denn das, was ich hier habe, raubt dir nicht nur den Verstand. Es raubt dir die Seele. Also dann, mach sie auf. Wenn du dich traust. So, schauen wir mal nach. Neues Spiel können wir machen. Fortsetzen. Kapitel. Multiplayer. Option. Extras. Aber wir wollen ein neues Spiel starten. So, auf normal. Tut mir leid, dass ich deine Gitarre zerstört habe. Was zum... Sie ist wie neu. Wow, wie hast du das gemacht? Hoffentlich geht sie nicht wieder so leicht kaputt. Leg dich nicht mit dem an. Er macht mir Angst. Hey, Eddie. Tut mir leid, aber unser Manager will wissen... Wann du uns, ein neues Set baust. Dieses Stonehenge-Zeug ist ja ganz lustig, irgendwie ironisch und retro, aber... Hör zu, Eddie, versteh mich nicht falsch. Du bist der Beste, okay? Der beste Roadie der Branche. Jeder weiß, dass du alles hinkriegst und bauen kannst. Also vielleicht könntest du uns ja was bauen, das eher unsere jüngere Zielgruppe anspricht. Ich meine ja nur... Weißt du, früher oder später musst auch du in der modernen Welt ankommen. Okay! Seid ihr bereit für ein bisschen Heavy Metal?
Ich krieg alles hin. Nur das nicht. Metal ist tot. Hattest du je das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben? So, als hättest du früher leben sollen, als die Musik noch echt war? In den 70ern? Früher. In den frühen 70ern. Uh-oh. Ich hab gesagt, bleib da runter, du dämliches Abge... Haha, um dem Spieler ein authentisches Roadie-Erlebnis zu vermitteln, kann es unumgänglich sein, dass in Brüterlegend von Zeit zu Zeit auch Kraftausdrücke verwendet werden. Ich will jede einzelne anstößige Silbe hören, auf jeden Fall. Fuck das Stück Scheiße! Bitte lass ihn fallen. Scheiße! Der Job eines guten Roadies ist, andere gut aussehen zu lassen. Andere zu beschützen. Anderen zu helfen, das zu tun, wofür sie bestimmt sind. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Okay, nochmal. Brüterlegend enthält blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstümmelung und gelegentliche Enthauptung. Wann immer dies aus erzählerischen Gründen notwendig ist, der Wahrung historischer Genauigkeit dient oder Hammer aussieht. Also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht. Oder keine Brutalität, bitte. Nein, wir wollen, dass es Hammer aussieht. Die Zeit ist endlich gekommen, wir dienen unserem Meister. Hey. Hey, ich bin nicht euer Meister. Nein, bist du.
du nicht. Yes, es geht los. Ich kenne euren Meister. Wir sind dicke Freunde. Schon seit dem Kindergarten. Der Trenner. Wer es wagt, Hand an diese wundervolle Axt zu legen, bekommt den Zorn der Tainted Coil zu spüren. Angriff mit A. Okay. Weg ist er. Alle drei. Hey, Finger weg von der Gitarre. Hab sie gerade gestimmt. Schocker mit X. Zu Hause war sie nur eine einfache Gitarre. Doch hier scheint die Welt selbst ihr zusätzliche Rockkräfte zu verleihen. Okay. Ja, nehmt das. Das ist Rock. Wie schmeckt euch das? Sie ist zu heiß. Ich muss ihr Zeit geben, sich abzukühlen. Verteidige dich mit B. Spüre die heilige Klinge. Erderschütterer, drücke A und X. Dieser Powerchord schleudert Feinde durch die Gegend und bringt Gebäude zum Einsturz. A und X. Da war er. Come on. Na gut, netter Versuch, Lady. Oder was auch immer du bist. Ich soll wohl glauben, du wärst eine Nonne, dabei bist du irgendein großer, hässlicher Dämon. Also lass das. Aha, siehste? Ein großer, hässlicher Dämon. Aber auch sexy irgendwie. Weiter geht's. Yeah.
befindet. Der Kopf! Nicht deine Schande. Oh, schon ist sie weg. Unglück, eine Nonne zu erschlagen? Das ging aber erfinden. Schnell. Entschuldigung. So, was haben wir denn hier? Okay, alles klar. Kleiner, es geht los. Oh Mann, muss das Ding in Gang kriegen. Also mal sehen. Liebe böse, verkorkste Dämonenmächte. Der Dunkelheit. Und des unvorstellbar Bösen. Bitte bringt mich fort von diesem grässlichen Leichenstapel. Ich bin nur ein Besucher in eurer seltsamen Welt, die manche höllisch nennen würden. Aber ich gebe zu, die sind irgendwie abgefahren. Oh, ihr Herren ekliger Lederdinger und Sadomaso-Kleidung. Also ihr Typen habt echt Stil. Die Kampfnonne, die war heiß. Sorry, dass sie tot ist, aber ihr seid ja böse, richtig? Also bei eurem guten Willen. Oh, oh. Ah, ich meinte böse. Bösen Willen. Ah, du Dresse. Mist. Ah. Oh, das ist nicht fair, Jungs, aber echt cool. Ey, wie komme ich da raus? Ich verbrenne mir noch nicht die Finger. Clementine braucht eine Pause. Ah, okay. Jetzt gecheckt. Oh Mann. Ich hab doch nicht etwa die ganze Zeit so heiße Mädchen umgelegt. Die Axt. Du bist also auch wegen der Axt hier. Nein, aber ich wurde angegriffen und... Sekunde. Und sie war eben da, also... Du führst sie sehr natürlich. Ja, das ist echt merkwürdig. Ich hatte noch nie eine Axt in der Hand. Wer bist du? Rechte Seite. Wir müssen hier raus, bevor er hier ist. Ja. Teamaktion. Näher dich einem Verbündeten und drücke Y, um mit ihm eine Teamaktion auszuführen. Arbeite mit deinen Verbündeten zusammen, um mächtige Teamangriffe auszuführen. Okay. Bevor wer hier ist. Imperator Duvicius. Ja. Imperator Duvicius, wo kommst du her? Ist schwer zu sagen. Ich bin ständig auf Achse. Glaub mir, du willst nicht hier sein, wenn er kommt. Das Problem. Du machst zum Beispiel gerade seine Leibgabe wieder. Teamwork! Hey, sie sind tot. Also, wie war nochmal dein Name? Komm schon, wir müssen rennen. Komm mal her, wir machen mal einen Teamangriff. Grand Slam, AXA, leg dir deine Gegner zurecht und schmettere sie auf die billigeren Plätze der endlosen Schmerzen. Okay. Aber erst mal gucken, ob hier noch was ist. Wir müssen durch die Tür, bevor... Wow. Zu spät. Hey, komm mal her und zieh dir mal dieses coole Zeug an. Los, hierher. Psst. Oh, klar, sofort. Bin gleich da. Hey, hierher. Schnell, hier rüber. Bin ja schon da. Ja, das sind echt viele. Wo sind wir hier? Im Tempel von Ormegoden. Ist ein Ort uralter Macht, aber niemand kennt seinen wahren Zweck. Reliktjäger. Eine seltene Ranke wächst an sagenumwobenen Orten des Landes. Spiele diese Solo, um uralte Bauwerke und Monumente ans Licht zu bringen. Halte RT fest und wähle das Reliktjäger-Solo aus dem Menü. Okay. Alles klar.
hast du gemacht? Schönheit erschaffen. Ist das eine Lore? Ich nenne ihn Druidenflug. Ich zeig dir, wie er funktioniert. Yes. Also man lässt ihn... hallo. Scheint, als läuft er bereits. Du hast die Seele des Teufels selbst erweckt. Na, hoffentlich. Der Teufel, aka Druidenflug. Dieser rollende Tempel ist ein Geschenk der Titanen, das nur von denjenigen zusammengebaut werden kann, die seiner würdig sind. Gas geben mit RT, bremsen mit LT. So ist es besser. Ja, Metzeln. Bevor sie die Tore des Fütterungsareals schließen. Fütterungsareal, was füttern die? Wenn wir uns beeilen, bleibt dir die Antwort vielleicht erspart. Und drauf, jawohl. Schön. Was ist los, Schönheit? Sie bekommen Verstärkung. Aber warum sind es so viele? Warum? Vielleicht, weil wir so verdammt hart sind. Können wir da durchs Bein fahren? Nein, schade. Ich habe ja bisher nichts gesagt, aber hier ist es echt schräg. Ja, es sind dunkle Zeiten für unser Land. Aber einige von uns kämpfen dafür, die Dinge zu verändern. Bist du deshalb hier? Haben wir die große? Um mit uns ja, für die Befreiung der Menschheit zu kämpfen? Keine Ahnung, wirklich. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber zumindest ist das bisher die beste Erklärung. Ab in der Arena. Oh, bitte! Ihr verfickten Typen macht mich krank! Also gut, ich mach diese Kerle alle und du das Tor auf, okay? Gott, sie ist wundervoll. Was für ein Gefühl! Platz sind sie. Lecker. Was kommt denn da? Oh, tut mir leid. Kanntest du die Kerle? Nitro, drücke L, um zusätzliches Nitro freizusetzen. Opfere ein wenig Kontrolle, um einen explosiven Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Okay. Handbremse. Für schnellere U-Turns halte B fest, während du lenkst. So, du Schleckermäulchen! Lass diesen ekligen Muskel gefälligst in deinem Maul! Okay. Was kommt jetzt? Oh, und weiter geht's! Nitro! Und was kommt jetzt? Oh, da hätte ich Nitro machen müssen, Leute. Was hast du denn gefressen? Und nochmal. Hey, das Scheißauto ist brandneu! Riecht
wie ein Wal. Hat er mich getroffen. Unglaublich. Und dann in deinem Maul gestorben ist. Vor etwa einem Jahr. Warte, bist du auch schuld jetzt? Ah. Nein! Wieso krieg ich die nicht kaputt? Muss ich echt so viel Schub haben? Naja, nächster Versuch. Ich dachte, vorne habe ich auch nicht so viel Schub gehabt, deswegen, naja. So, jetzt aber. Nein! Brutale Niederlage, ich hab zwar kackt. Aha. Also nochmal. Oh, bitte! Ihr verfickten Typen macht mich krank! Also gut, ich mach diese Kerle alle und du das. So, haben wir das schnell erledigt. Jetzt aber. Komm schon. Hol aus, hol aus, hol aus, hol aus. Noch nicht? Okay. Jetzt. Zurück. Lass diesen ekligen Muskel gefälligst in deinem Maul. Wann kommt die nächste Klatsche? Oh, und weiter geht's. Haha! Unfassbar, dass du zweimal drauf reinfällst. Wow, jetzt aber. Wann kommt der nächste Schlag? Nicht schon wieder! Ah, diesmal hat er mich erwischt. Was hast du denn gefressen? Komm, hau schon. Schlag zu. Achtung! Du Vollidiot! Alle drei Tentakeln ab! Juhu! Das war's mit Zungenküssen. Was sind Zungenküsse? Also, das, Das, Tor ist offen. Was? Oh, das Tor. Was ist? Hab dich nicht verstanden. Kann es sein, dass du lispelst? Hierher, du gammeliger Wurm. Los, kämpf, damit ich dir... meine Klinge in die fauligen Gedärme rammen kann. Jetzt mach schon. Hier bin ich. So. Was ist los? Bist du blind? Ganz einfach. Volltreffer! So, das hätten wir. Und du, dir erzähle ich jetzt was. Sekunde. Dir erzähle ich jetzt was über Zungenküsse. Na? Ja.
sorry. Tut mir leid. Direkt hinter uns stürzt die Brücke ein! Keine Panik, unser Vorsprung ist... Ah, shit, die Brücke stürzt echt ein! Du kleiner Hubbel, wir segeln hier ganz sanft raus. Achtung, das Loch links! Da wäre ich nicht reingefahren. Denkst du, ich bin blöd? Nein! Yes! Nein! Nein, nein, diesmal verkackt! Träum weiter! Brutale Niederlage! Aber damit enden auch die 30 Minuten oder besser gesagt die ersten 30 Minuten von diesem Spiel. Ich hoffe, ihr habt selber ein bisschen drauf Bock bekommen. Habt so einen kleinen Einblick davon gekriegt, was das Spiel ist, wie es ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nice, denn die Spielebibliothek wird noch stetig weiter wachsen. Deswegen bleibt dran. Bis bald, bye bye.